Hallo liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei, hier sind wieder eure Microwavers. Wir spielen heute wieder eine Runde Evolve. Heute beschäftigen wir uns aber nicht mit Einzelmatches, heute geht's mal in die Evakuierung. 5 Matches hintereinander und für jedes Gewonnene kriegt man einen Bonus. Für jedes Verlorene kriegt der Gegner einen Bonus. Das könnte sehr lustig werden. So, heute haben wir mal Gäste dabei, beziehungsweise einen Gast. Unterstützen tut uns heute mal der Zombie. Ja, schönen guten Abend. Weiter dabei ist heute auch mal wieder, wie üblich eigentlich, der Lupus Nox. Nabend. Und zu guter Letzt der Baldur Askason. Hallo. Tja, und ich bin euer lieber Flammenmeer, heute mal ein bisschen verschnupft. Tja, da bist du nicht der Einzige. Wir haben es geschafft, wir haben uns eine Erkältung eingefangen. Jeder hat Grippe, nur wir nicht. Wir müssen arbeiten gehen, so eine Schweinerei. Ich bin gesund, ich bin gesund. Ja, glaubst du jetzt, du bist was Besseres oder was? Jetzt hätte ich gern das Monster. Baldur, putz! Die Tipps sind auch wunderschön. Hast du dein Team verloren? Nutze die Karte, um die Position deiner Teamkameraden wiederzufinden. Super. Ja. Haben wir jetzt eigentlich ein Monster am Start? Oder? Ja. Nein, wollte ich gerade noch sagen. Wir spielen Koop, das heißt, Monster ist ein Bot-Mod. Der Bot, genau. Ach so, ja, aber deswegen haben wir trotzdem Monster am Start. Soll ich Maggie, Griffin oder Ape holen? Ape kenne ich selber noch nicht. Wir haben Jagd momentan. Ja, da wäre Maggie besser eigentlich. Wegen ja, Daisy. Aber die anderen Levels danach, da ist es ja auch dann wieder, kann ja ganz was anderes sein. Ja, aber dann kann man ja wechseln, das ändert sich ja von Runde zu Runde. Wählen, ja. Aha, gut. Kann man auswählen. Nehme meinen guten Kumpel Hyde, weil er hat passend zum Nickname einen Flammenwerfer. Ich mache einen auf Superheiler mit Kyra, das wird witzig. Yay, der Heilgranatenwerfer, eine super Waffe im Übrigen. Ja, und ich werde mit Cabot unterwegs sein. Ja, dazu markieren und durch Wände schießen ist einfach. Oh, den habe ich letztens gespielt, der ist so geil. Ja, zur kurzen Erklärung: freigeschaltete Charaktere haben jeweils ganz individuelle Waffen und Fähigkeiten, die man durch weiteres Spielen dann auch immer wieder verbessern kann. So, was wählen wir uns denn für einen Vorteil? Ach, ich nehme mir mal. Ich nehme mir mal Schadensbonus. Ich mache mal richtig was kaputt. Ja, ich habe mal den Geschwindigkeitsbonus geholt. Ja, ich nehme auch immer Jetpack. Jetpack. Die schnellere Jetpack-Aufladung, die wird's bei mir auch. Ja, eben. Was halt ganz fies ist, dadurch, dass die drei Spielfiguren, die man in den einzelnen Klassen freischalten kann, so unterschiedlich sind, dass man Pech haben kann und trotzdem das ganze Spiel ziemlich versaut. Ja. Oh, hat jetzt eigentlich irgendwer gesehen, gegen was wir kämpfen? Wurde nicht angezeigt. Nein, wurde nicht angezeigt. Oh, wir könnten nächste Runde Gates kriegen. Die habe ich noch nie in einem Spiel gehabt. Was für ja, aber ich habe sie noch nie benutzt. Wenn wir jetzt hier gewinnen, dann bekommen wir Portale, wo wir durchlaufen können und dann kommen wir an einer anderen Position raus. Auf der Karte. Die kenne ich sonst so vom Monster, die kriegt ihr auch irgendwie. Ja, wenn das Monster hier gewinnt, kriegt das Monster solche Portale. Gewinnen wir, bekommen wir die Portale. Aha. Na gut, für das Monster ist das, glaube ich, wesentlich vorteilhafter als für uns. Und für uns kann es auch sehr vorteilhaft sein. Yay! Wunderschönes Einstiegsgespräch. Maus im Bild, naja. Ja, habt ihr gehört. Hyde sagt, bleibt bei mir. Ich habe einen Flammenwerfer, Freunde. Der tut weh. Ja, ich hab die Maus auch im Bild. Ah. Ich auch. Ja. Ich das nicht. Ist so ein Bug bei Evolve, der irgendwie. Ich hoffe, dass ihr den bald mal werden könnte. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, den hatte ich noch nie, ne? Also ich hab immer nur irgend so ein komisches Kreuz in der Mitte vom Bildschirm. Ja, ich hatte auch mal, dass die Maus weg war, das ist richtig jetzt. Das, ja, also ich hab lieber die Maus im Bild. Oh mein Gott! Und ich hab einen laggenden, ich hab eine laggende Daisy da, vor meiner Nase. Das könnte Geist sein als Gegner. When I see fire! Wo oder? Ist Maggie? Da ist Maggie. Nee, das ist nicht Geist. Das ist, glaube ich, Krake haben wir, glaube ich, als Gegner. Oh, das ist mindestens genauso schlecht. Wo ist denn das Monster? Weiß ich nicht. Raubtier getötet! Weil ich hatte hier eben Abdrücke, aber jetzt. Ja, ich sehe noch Abdrücke. Da ist er! Wo? Nee, ist er nicht.
Oh, dann ja, bin das ich ist aber nicht. 50 Meter. Vorsicht! Haben! Geist! Doch, Geist, okay. Ich komme. Boah, Alter! Der hat mich! Burn, Motherfucker! Burn! Bubi, du pupsi! Jetzt soll ich doch mal eben meine. Tja. Fick so, dich, Arena raus. Na, komm her. Arena ist raus. Ja, ist er drin? Ja, er ist drin. Ja, ja, ist drin, ist drin, ist drin. Wow. Dann Schadensverstärkung. Wo ist er denn? Baldur. Was machst du? Ja, ja. Juhu, Harpunen! Da ist er. Boah, Baldur, der hat dich echt lieb. Ja, ja, irgendwie total auf mich abgesehen. Boah! Au. So, mein aber Schild das läuft. Dort könnte eine... Das könnte eine ziemlich schnelle Runde werden. Sieht für mich auch so aus. Wo ist er denn? Hat Daisy zerfickt. Flammenwerfer. Wieso bin ich unsichtbar? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ich sehe mich selber hier in der Mitte. Oh, ich glaube, jetzt ist er hinter mir her. Oh ja. Ich sehe ihn nicht. Where the fuck? Wo ist er denn? Ah, da. Dieses komische glitzernde Ding. Arena ist weg. Jetzt gibt's was mit der Kelle. Boah, nee, der ist immer in der Nähe. Da ist er. Nee. Ah, Mist. Der hat uns reingelegt. Ah, mit der Ablenkung. Warum hat er uns reingelegt? Ey, der kann ab. Der Geist kann eine Ablenkung machen, also dann klont er sich quasi kurz. Hm. Und der eigentliche Geist wird unsichtbar. Das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit gegen einen Klon gekämpft oder was? So die letzten 2-3 Sekunden ja. Vielleicht. Der hält nur ein paar Sekunden. Und er ist so lange unsichtbar, bis er rennt, kämpft oder halt läuft. Ja. Wer schreit denn hier so rum? Hinter euch habt ihr übrigens schon eine ganze Horde Albinos aufgeschreckt. So, und? Ja. Solange sie hinter uns sind. Die sind jetzt auch weg. Genau. Ah, fuck! Was machst du, Flämmchen? Alles gut? Da ist er wieder. Ja, jetzt wieder. Where the fuck? Wo denn? Ich hab da irgendwie. Der ist gerade unsichtbar. Der hat. Mist, Monsters entkommen. Ich pack die Arena wieder ein. Ich sammle die Arena wieder ein. Ach, da hinten. Also irgendwie Spuren. Ne, ich hab nur Spuren gesehen hier. Ah, Daisy ist hier entlang. Da oben. Ja. Oh, Sekunde, das ist eine Ablenkung, die da kommt. Ignorieren. Da ist er, oder? Nee, das ist eine Ablenkung. Das ja, ist eine Ablenkung. Das war zwar. Ach, du hast einen Läufer. Der könnte es auch mal einfach machen, ey. Ist das so? Ist so. Meine Vulkan lechzt nach Blut. Ich bin der Meinung, okay. Ich hätte hier gerade noch irgendwo was gesehen, aber. Da ist irgendwas Großes hier in der Nähe. Ich geh mal lieber weg. Okay, alles wieder normal. Hallo! Wir sollten vielleicht beide mal hinterher rennen. Immerhin ist er der Trapper. Ja. Warum rennt ihr denn mir hinterher? Aber er hat so ein. Naja, gut, okay, er hat einen hübschen Hintern. Ja, das will ich aber auch gemeint haben hier. Alles folgt Baldurs Hintern. Yay! Das neue Navigationsgerät. Baldurs Hintern. Du läufst auch jedem Arsch hinterher, oder was? Ja, so sieht's aus. Oh. da ist gerade jemand am Abnippeln, kann das sein? Ja, jetzt rate mal wer. Ich komme! Maggie. Tot. Okay, Mist. Maggie! Nein! Hilfe! Der Trapper stirbt, aber Hauptsache gejammert. Vernichtet den Geist! Au, geh weg! Alle Waffen gut verstärkt! Ich will, dass ihr sofort alle. Hallo Daisy, aua! Na toll, jetzt ist er auf mich. Jetzt hat er es auf mich abgesehen. Ich sehe ihn nicht, das ist das Problem. Schild ist bald alle! Schild ist aus! Da hinten ist er. Oh, dann fuck. Schauen wir mal dem Flammenmeer zu, ich wie er stirbt. Ich krieg gerade die Fresse voll. Vor allem, weil ich nachladen muss. Das ist ziemlich mies. Also, ich muss ganz ehrlich sein. Die CPU-Gegner, also als Monster, finde ich stellenweise echt schwerer als manchen Spielergegner. Ja. Ja, allerdings.
er denn jetzt schon wieder? Direkt bei mir. Ja. Sehen wieder nicht. Ja, komm, 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 komm. Weiter, weiter. Oben drauf. Feuerst du gerade das Monster an oder feuerst du uns an? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Oh, ist bei mir, ist bei mir. Rennen wir hier gerade um die Hütte rum, kann das sein? Ja. Wo ist er denn jetzt hin? Kaputt. Noch knapp 30 Sekunden, dann bin ich wieder da. Kaputt, wo bist du? Ich? Tot. Kaputt. Nein, achso, ich dachte, er meint jetzt Zombie. Der tollste Charaktername ever. Kaputt. Hat jemand eine Richtung oder so? Ich würde sagen, der ist weg. Oh shit. Ich hab hier so einen blöden Frosch auf meinem Kreuz. Warum spielst du mit Fröschen? So, 4, 3, 2, 1. Da komm ich wieder. Ah, da hinten ist er. Heroisch vom Himmel herab. Oh, habt ihr gerade diese Spiel-Logik? Oh, da kommt das Landungsschiff. Die Spiellogik. Wow, hier, bei mir ist er, bei mir ist er! Mitbekommen. Wo bist du? Ah, da. Oh, falsche Granaten. Ich versuch zu kommen, ich versuch noch da zu sein. Oh, da ist er. Ich seh nur Daisy. Ah, Mist, das war eine Spiegelung. Daisy ist hoch. Da ist Daisy, 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 komm, wo ist er? Welch eine Logik? Ja. Da oben. Habt ihr eigentlich vorhin die 1A Spiellogik-Kritik mitbekommen? Nee, welche? Er hat gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass sie dieses Ding in den ersten 24 Stunden, wo sie hier waren, einen Geist gefangen haben und dieses Ding gebaut haben? Tja, die sind halt gut. Ach, Mist, Spiegelung. Ja. Oder Ablenkung. Fand ich eine sehr schöne Anspielung an die heutigen Sachen, was die fick dich doch, du blödes Jetpack. Logik von Spielen und so weiter angeht. So, Arena ist raus. Er hat sich getan, das Tor ist eine Ablenkung. Boah, Baldur! Mach kein Blödsinn. Wo bist du denn? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Danke! Fallen sind bereit, es kann losgehen! Also ich muss feststellen, der Flammenwerfer macht arsch viel Schaden. Ja. Wenn man richtig trifft, ja. Ich bin hier weg, ich bin hier weg. Ah, denn? Hey Kollege, komm her. Heute Abend gibt's geröstetes Monster. Oh shit. Boah, jetzt mag er mich nicht. Wo, ah, da. Oh shit, das könnte knapp für mich werden. Nee, doch nicht. Ja, komm her, Digga, komm, komm! Spiel mit mir! Er haut ab, er haut ab, er haut ab. Tut er nicht, tut er nicht, tut er nicht. Das Tor ist in Ablenkung, hundertprozentig. Ja, der ist hier weg. Der ist genau weg. Vor mir. Nee, da hinten ist er, da hinten ist er. Das war eine Ablenkung. Okay. Ich komme. Das ganze Fressen hat dir auch nichts gebracht. Du hast keine Na komm, Flämmchen, ein bisschen schneller. Wer immer der Meinung war, da ist er. Nee, Ablenkung, Mist. Die Ratte. Achtung, da ist so eine Kröte. Schildkröte. Da ist er. Da unten. Da irgendwo. Das Tor ist erstmal die Ablenkung. Einfach ignorieren. Wo ist er hin? Da ist er. Wo? Wo ist er? Au. Okay. Da ist er. Der mag mich nicht. Ha. Komme. Oh, das Vieh ist so scheiße schnell, ne? Das gibt es doch nicht. Wo ist er dann? Oben am Dach. Da.
Ich hab übrigens Arena. Ich werf die Arena, die ist gerade fertig geworden. So. Boah, der hat's voll auf mich abgesehen, ey. Weil wahrscheinlich machst du im Moment den meisten Schaden. Fuck, wo ja. ist der denn? Ich mach Schaden, ist richtig. Ja, offensichtlich. Mit der Heilgun mach ich den meisten Schaden, du mich auch. Ja. Doch voll logisch. Du meinst wohl, ich beraube ihn seines Futters. Oh, ah, shit. Oh, shit. Tot. Ah. Ja, das ist das Blöde, wenn man als Trepper kampfunfähig wird oder tot, löst sich sofort die Arena auf. Na, der ist jetzt erstmal weg. Jetzt können wir erstmal raten, wo er ist. Wow, Mann. So, Daisy Töle, sag was. Ja, die sagt nichts, solange der Trepper nicht da ist. Ja. Dann sagen wir selber was. Ja, zum Beispiel folgt den Vögeln. Richtig. Au! Boah, ich wollte gerade sagen, Vorsicht, die Schnabeltiere können einen tatsächlich one-hitten. Mhm. Hallo! Der muss irgendwo unter uns ist er. Leute, wir werden Sekunde, von einer KI er auseinandergenommen. Dahin? Ja. Ich habe hier gerade was gesehen. Auseinandergenommen. Wir werden von einer KI auseinandergenommen, die im Übrigen nicht einstellbar ist. Aha. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe hier Spuren. Ich habe gerade die Ablenkung gefunden. Nein, nein, ich habe das Original gefunden. Bei mir dauert es noch Hallo, 30 Kleiner. Sekunden. Komm zu Papa. So gefällt mir das. Der Captain kümmert sich um seine Leute. Hinter uns. Eieiei. Es ist ja schon blöd zuzugucken, aber ja. Au. So, 5 Sekunden. Okay, ich liege. Daisy kommt. So. Ich bin am Dropship. Ich fliege hier gerade hart durch die Gegend. Und wo ist er denn? Oh, ich bin down. Oh, Daisy wiederbelebt mich. Ich lebe wieder. Spannung pur. Okay, ich bin tot. Zombie, komm, steh auf, Junge. Bin wieder da. Da bin ich wieder. Der kommt zurück. Ah, ne, war die Ableckung. Puh. Aber leck mich am Arsch, der Flammenwerfer knapp. Macht Schaden, das ist nicht mehr feierlich. Ja. Ich hab dem grad ein Drittel seiner Energie weggebrannt. Dafür bist du ja auch da, Junge. Ja. Ja, aber die anderen, die Waffen von den anderen Damage-Dealern, die machen nicht so viel Schaden, ganz ehrlich. Doch. Also der Blitz macht auch sehr stark Schaden, da ist er. Nee, nicht wirklich. Flamme, du musst auch noch dran denken, ich hab die ganze Zeit den Schadensverstärker auf dem noch mit drauf. Ja, hat auch super funktioniert. Also der hat den ganz schön massive in den... Ey, der hat nicht mehr viel Lebensenergie. Müssen nur die Rüstung wegkriegen. Arena ist raus. Ich glaube, das war Ablenkung, oder? War die Tarnung. Mist. Wait for it. Vorsicht. Ups. Wo ist Daisy? Ich glaub, findest deinen eigenen Hund nicht wieder, oder was? Ja, ich hab den gerade so ein bisschen aus den Augen verloren. Eigene Töne nicht unter Kontrolle. Ach, das, da will Daisy lang. Da ist sie. Ja, bei der ganzen Hektik hier. Da sieht mir jetzt, das immer mal wieder gerne. Jetzt hänge ich hier an Bäumen fest. Jetzt geht aber los hier. Oje, okay. Okay, dann zum Relais. Ja. Das wird jetzt unlustig. Ich hoffe, die KI kriegt das Geralt zum Relais zu kommen. Sollen wir den Albino holen? Ja, jetzt haben wir ja Zeit dafür. Was zum... das gibt's nicht. Baldo, was machst du?
Er hat dich, ja, der kann die Leute one-hitten. Hab der ich ist ja gemacht. Ich bin überlaufen worden, also überrannt worden. Also dann lass mal zum Relais. Muss man halt. Oh Mann, ey. Minute 40 knapp. Okay, alles wieder normal. Ja, wenn das mehr nicht ist. Ja, aber jetzt schon das dritte Mal, das ist irgendwie frustrierend. Da ist er, da ist er. Oh, hier ist er bei uns. Kommt er, wenn ich mir die Nase putzen will? Mist, Bido! Ja, ich bin da noch. Oh, Lupus ist tot. Cool, Boss. Der Verstärker ist echt hilfreich. Ja. Das Tor sieht nicht gut aus. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Noch ist mein Schild da, noch ist mein Schild da. Jetzt nicht mehr. Keinen mehr. Das Ding hat keine Panzerung. Ja, das war's dann. So von hast der KI besiegt. Ja. Tja. Zombie, da hat deine Mama uns mal gezeigt, wo es lang geht, ey. Aber tja, ja. So, das war's dann mit dem ersten Teil der Evakuierung, würde ich sagen. Wenn's gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder sogar ein Abo. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Bis dann, tschüss!